Check this out. You washed up. Was geht, meine TFT-süchtigen Freunde? Wie geht's euch? Wir sind auf Patch 11.4. Und ja, es haben sich viele Sachen geändert. Viele Sachen nicht so arg, wie das für einige erstmal rübergekommen ist. Viele Comps wurden genervt. Ein paar wurden gebufft. Viele gehen ja momentan auf Kultist und Slayer, vor allem auf Olaf. Meine persönliche Meinung, Kultist hat sich kein bisschen was großartig verändert. Die wurden ja hauptsächlich auf Level 9 gebufft. Das, ja, okay. Kann man lassen. Kultist waren schon immer Early Game und Mid-Game zum Teil auch stark. Aber der Olaf-Buff, der hat sich sehen gelassen. Wir schauen uns jetzt hier von mir ein Gameplay an von Platin 1. Ich habe mich am Wochenende ein bisschen mit Climbin beschäftigt, also eigentlich nur einen Tag lang, weil ich finde, am einfachsten Climbin geht immer noch kurz nach dem Patch, weil viele nicht wissen, welche Comps sie spielen sollen, weil sie eben auf viele YouTuber warten oder irgendwelche Mobilistik-Guides oder sonst was. Und ich kann euch sagen, es funktionieren noch viele alte Comps. Zum Beispiel, wisst ihr nicht, was ihr spielen wollt und ihr wollt climben, geht einfach Kayle. Kayle ist einfach immer noch OP, also mit Kayle kommt man locker auf Platin. Zweifle ich nicht dran. Jedoch, ich versuche die Woche noch ein Video rauszubringen von meinem Iron 4 zu Diamond Spiel. Und ich würde gern eher so Off-Meters-Comp gehen, weil bei den Meter-Comps ist es ja oft so, dass die gefühlt alle gehen. Und da ist die Chance natürlich schwerer, dass man diese Comp auch bekommt, so wie die Items. Und deshalb versuche ich euch in Zukunft auf meinem Kanal Comps zu zeigen, die stark sind und die in Top 4 kommen. Klar kann es sein, dass ihr nicht immer Erster werdet, weil eben diese Meta-Comps einfach stärker sind. Hier haben wir drei Bögen bekommen, also eigentlich eine perfekte Kayle-Comp. also wie gesagt, Kayle, Henker, einfach OP. Die könnt ihr immer spielen. Ihr bräuchtet schon aber zumindest einen Bogen. Ich habe jetzt einen guten Kumpel, der hat sich ein bisschen beklagt, dass er nie Böge bekommt, weil einfach gefühlt jeder die versucht zu bekommen. Deswegen versuche ich in nächster Zeit mal ein paar Comps rauszubringen, wo man vielleicht nicht zwingend diese Bögen braucht. Da gibt es ja momentan Fabelwesen, also Nico, Carrie zum Beispiel, Talon. Die versuche ich mal euch zu darzustellen. Ich habe noch kein Chose genommen, was natürlich mal wieder typisch ich ist. Aber es hat trotzdem gereicht bisher. Ich habe ein Z gefunden, ziemlich early, deswegen habe ich ihn als Carry mal erstmal behalten, so wie den Duelisten-Buff gegeben. Aus dem Grund, als ich wirklich hier auf Kayle gehe, weil ich ja mit zwei gute Items für Kayle hätte, wäre das schon mal nicht verkehrt. Aber trotzdem sollte ich mal den nächsten Chose nehmen, die ich dann ja spätestens auf Sippe sowieso wieder verkaufen würde. Wir nehmen hier Wukong, einfach damit wir das Item fertig machen können, und hatten hier auch Glück und haben ein Z gefunden. Z wurde auch abgenervt, aber ganz ehrlich, das sind 0,05 Angriffstempo, also das ist kein Nerf. Es ist natürlich offiziell ein Nerf, aber das spürt er kaum. Den kann man auch nur gut spielen, das werden wir hier auch, deshalb zeige ich euch mal, wie ihr das spielt. Wir haben jetzt mal ja, recht gute Items auf ihm, sage ich jetzt mal. Das Wichtige am Kayle ist, ihr wollt Level 6 erreichen, was ich ja schon habe. Ihr wollt mit schlechter Buff am besten haben, was wir auch durch Zufall bekommen haben. Ist halt auch noch ein Glücksspiel. Jetzt versuchen wir auf Level 5, auf 50 Gold zu kommen. Um Slow Rollen, sprich für Units, die Level 2 sind, also zum Beispiel Vladimir, falls ihr einen Vladimir Carry spielen wollt, Z in dem Fall, Javan, was auch immer, also einfach die grüne, also die Level 2, ist am besten, wenn ihr sie auf Level 6 rollt, da habt ihr eine 35%ige Chance, die zu bekommen.
Ihr seht auch, ich bleibe bei meinem Duelisten-Buff momentan. Der soll mich durch Midlane, durch die Mid carryen und hab hier beim durch Slow-Rolle, ich bin jetzt hier ein bisschen runtergegangen auf 30. Hätte ich nicht mal unbedingt machen müssen, weil ich einen Winning-Streak habe und im mittleren Mittelfeld gerade bin. Ich bin aber das Risiko eingegangen, weil ich schon gedacht habe, dass ich ihn schneller finde. Und so, dass wenn ich ihn auf 3 habe, dass er mich zumindest in die Top 4 carryen kann. Jetzt ist es so, wir nehmen eine Frontline und die Jenna. Aus dem Grund, die Jenna schildert, die hält, soll die Frontline oder der Z so lange wie möglich am Leben halten. Und der Z soll einfach versuchen, so viel wie möglich von denen zu töten. Deshalb nehmen wir hier auch der Teemo, weil wir wollen unsere Frontline ein bisschen mehr tanky machen. Ihr seht ja auch, ich gebe das Item am Jax. Das Item habe ich schon mal im Video erklärt. Das zwingt die Gegner vorne, dass sie der Jax angreifen und seine Fähigkeit ja viel ausweichen, also bleibt er länger am Leben. Der Gegner hatte eine ziemlich starke Kale, die wird später bestimmt noch gefährlich. Ich mache es so, ich positioniere mein Set gerne in die Mitte, aus dem Grund, weil die meiste ihre Carries, so mache ich zum Beispiel auch, ziemlich, nach links oder rechts positionieren. Und mit dem Set möchte ich eigentlich nicht unbedingt in den Gegner reinspringen, sondern ich will, möchte ihn wirklich in der Mitte stehen lassen, dass er von der Mitte einfach ja alle runter schlitzt. Und wenn ihr ihn nach links oder rechts positioniert, je nachdem, ob, wie viele Leute da stehen, kann es halt sein, dass euer Z, der euer Hub-Carry, stirbt. Darius hat vor kurzem auch einen Buff bekommen, deswegen habe ich ihn jetzt versucht, als zweiter Frontline-Carry zu buffen, deswegen hat er von mir 2 Items bekommen. Und weil ich der Meinung war, dass es die anderen nicht dringend brauchen. Ihr seht auch, ich habe auf meine Bank auch einen Pike, weil ich versuche den 6er schlechter Buff zu bekommen. Das ist übrigens die Kale von vorher. Wie gesagt, Kale OP, spielt sie weiterhin. Denn er merkt sie nicht. Hier nehmen wir Redemption mit, weil wir ins Late Game hier zu langsam kommen. Und solche AOE-Items sind im Late Game immer stark, finde ich. Die benutze ich gerne. Jo, wir müssen nur noch 2 rausfliegen und sind wir in Top 4. Also ihr seht auch, die Z-Comp, die funktioniert weiterhin. Diese 0,05 Angriffstempo, was er da als Nerf bekommen hat, ist nicht so schlimm. Und Z ist jetzt nicht unbedingt in Carry, wahrscheinlich wo in nächster Zeit viele gehen werden. Weil die meisten werden auf Olaf gehen. Je nachdem, ob sie halt 6er Slayer versuchen zu bekommen, werden sie der Z aussammeln, aber sie werden ihn nicht auf Level 3 bringen. Das heißt, man kann ihn auch ziemlich gut als Carry spielen. Das ist wieder diese. Wir sind jetzt in Top 4. Das ist wieder dieser Henker Kale. Gegen den werden wir wahrscheinlich auch nicht gewinnen. Das Einzige, was wir hoffen können, ist, dass jemand ihn rauswirft. Hier habe ich leider schlecht positioniert, weil ich sonst, ja, weil mein Pike das Item hat, was er ja einen hochwirft. Aber das hat Gott sei Dank gereicht. Ja, und schon geht es eigentlich um die Top 3. Der hat halt hier eine starke Samira und Olaf. Die Samira kann ich leider nicht wegmachen, aber ich hätte hier positionieren können, um den Olaf hochzubekommen. Hat leider nicht gereicht. Das Gute ist, der mit der Kale ist rausgeflogen und schon sind wir in Top 2. Das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, wenn ihr auf Z kommt, geht. Ihr könnt ihn mit schlechter spielen, ihr könnt aber auch ihn mit Geist spielen, also sprich Diana und wer heißt nochmal die Katze da? Die Katze halt. Und für mehr Angriffstempo. Geht einfach Level 6, levelt langsam runter, habt eine Frontline, deswegen, also der Darius ist eine gute Frontline, kann ich euch auch nur empfehlen. Und lasst euch vom Set einfach zu carryen.
Das war's schon. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Told ya, I'm too clean.